Hallo und herzlich willkommen bei deiner Hypnose zum Einschlafen und Ballastlösen. Mein Name ist Joy, ich bin Rückführungstherapeutin, Hypnose- und Kreativcoach und ich möchte dir hier mit meiner Arbeit dabei helfen, ein ganz tiefes Verständnis für dich und dein Leben zu bekommen, damit du dich von andauernden Mustern, Blockaden und auch unbewussten Dynamiken lösen kannst, die dich vielleicht schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleiten, damit du dann auch wieder selbst über dein Leben bestimmen kannst. Wenn das also deine Themen sind, dann abonniere unbedingt noch meinen Kanal und aktiviere die Glocke, denn so bekommst du immer Bescheid, sobald ich ein neues Video hochlade. Wenn du mit mir online oder offline zusammenarbeiten möchtest, dann findest du alle Informationen unter dem Video. Nun starten wir direkt mit der Hypnose zum Einschlafen. Wenn du die Hypnose öfters anhörst, dann kannst du direkt ab hier beginnen. Mach es dir so richtig bequem und so angenehm wie nur möglich. Am besten benutzt du Kopfhörer für diese Hypnose und schau, dass du jetzt für einen Moment ganz ungestört bist. Lege nun innerlich alles, was du den Tag über so erlebt hast, mit Hilfe ein paar bewusster Atemzüge einfach ab. Atme ganz tief ein und aus und nochmal tief einatmen und ausatmen und noch ein letztes Mal ganz tief einatmen. Deine Bauchdecke hebt sich und ausatmen. Und dein Bauch senkt sich nach unten. Folge mit deinen Gedanken meinen Worten. Alles andere ist nun vollkommen unwichtig. So kannst du leichter in die Entspannung finden. Lass dich durch meine Worte tragen, ganz sanft, umwoben von Sicherheit und Leichtigkeit, mit dieser Hypnose in eine ganz tiefe Entspannung zu gleiten, in eine tief entspannte Trance gleiten, wie ein Segelschiff, welches sich vom Wind tragen lässt. So lässt du dich nun durch meine Worte und die Musik im Hintergrund immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinken. Vertraue dich deinem Atem an und lass dich durch ihn tragen. Gleite in eine wohltuende Entspannung hinein. Und dein Unterbewusstsein öffnet sich immer weiter und weiter und nimmt meine Worte ganz tief in dein Inneres auf. Ich werde dir nun dabei helfen, in eine ganz tiefe körperliche Entspannung zu finden. Eine tiefe Trance, in der dein Unterbewusstsein ganz weit geöffnet ist und du sinkst tiefer und tiefer und lässt meine Worte ganz tief in dein Inneres fließen, um dort ihre Wirkung zu entfalten. Wie angenehm, nichts muss gerade sein und doch darf alles sein, was sein will,
und sein kann. Es gibt nichts zu tun oder zu wollen. Du folgst einfach meiner Stimme mit deinen Gedanken. Und wenn du entspannst, ist der Parasympathikus aktiv. Und dieser ist immer dann aktiv, wenn es um Regeneration und Entspannung geht. Wann immer du entspannst und in Ruhe bist, kann dein Körper auftanken und Energie laden. Dein Körper kann regenerieren und vielleicht rätselt dein Verstand jetzt noch, wie sich diese Hypnose, diese Trance, in der du dich befindest, wohl anfühlen mag. Und erlaube dir, dieses Rätsel später ganz in Ruhe zu lösen. Doch jetzt ist es nur wichtig, dass du meinen Worten folgst, mit deinen Gedanken. Und jede Trance verläuft anders und genau so, wie sie gerade verläuft, ist sie genau richtig. Es gibt also für dich nichts zu tun. Du folgst einfach meinen Worten und du lässt dich durch meine Worte tiefer und tiefer tragen. Und mit jedem Atemzug kannst du tiefer entspannen. Dein Körper wird sich an die Trance erinnern wie ein alter Freund aus vergangenen Zeiten. Denn du erlebst jeden Tag aufs neue Trancezustände. Und deshalb ist es für dich und für deinen Geist und deinen Körper nichts Besonderes, diesen Zustand zu erleben. Ähnlich wie deinen alten Freund oder deine alte Freundin zu begrüßen. So kannst auch du dich mit jedem Wort, das ich sage, einfach sinken lassen. Sinken ins Vertrauen, dass alles so, wie es ist, genau richtig ist für dich. Stell dir nun einen großen, schweren Stein vor. Ein Stein, der über die Wasseroberfläche eintaucht und nun immer tiefer und tiefer durch die Sanftheit der Wellen getragen wird, so wie deine Atmung dich trägt. Tiefer und tiefer, so sinkt auch der Stein in die Ruhe und die Gelassenheit. Und genau so wie dieser Stein immer weiter auf den Meeresgrund sinkt, wo er ruhen darf, in der Weite, der Stille, so hast auch du bereits damit begonnen, dich immer tiefer und tiefer zu entspannen. Deine Atmung wird immer ruhiger und gleichmäßiger mit jedem Atemzug, ruhiger und ruhiger in die tiefe Entspannung hinein. Und umso entspannter du bist, umso mehr kannst du loslassen. Und umso mehr du loslässt, umso entspannter bist du, ruhig und entspannt.
Ruhe und Gelassenheit breiten sich in dir aus, wie ein sanfter Rhythmus, der dich ganz ruhig und gleichmäßig wiegt. Und lass dich ins Vertrauen meiner Stimme sinken. Ich halte dich und begleite dich in diese ganz angenehme Ruhe und tiefe Entspannung hinein. Du musst jetzt nichts tun. Es gibt nichts zu erfüllen. Du konzentrierst dich nur auf meine Worte, die ich sage. All die Gedanken und Aufgaben, welche dich sonst über den Tag begleiten und belasten, darfst du in einem Moment in eine Truhe ablegen. Du kannst sie nach dem Schlaf wieder zurückholen, wenn du sie brauchst. Aber jetzt darfst du sie einfach loslassen. Lege deine Gedanken behutsam in eine Truhe und ich werde dir nun dabei helfen, dass du dich auch geistig noch mehr entspannen kannst, um in einem Moment in den sanften Schlaf zu gleiten. Bitte spanne nun deine Fäuste an. Balle deine Hände zu Fäusten und lass all die Gedanken und all das, was dich über den Tag belastet hat, was dich beschwert hat, egal ob körperlich oder seelisch, in deine Fäuste laufen. Beginnend von deinem Kopf, über deine Schultern laufen alle Blockaden über den Rücken, in deine Arme, hinab bis in deine Fäuste hinein und sammeln sich dort. Und überall, wo die Blockaden, belastende Gedanken entlang fließen konnten, kann sich nun eine ganz angenehme Leichtigkeit ausbreiten. Lass alles aus deinem Körper zusammenlaufen in deine Fäuste hinein. Bewusste und unbewusste Blockaden haben nun die Möglichkeit, sich zu lösen. So kannst du in einem Moment noch leichter in den Schlaf finden. Und vielleicht merkst du bereits, wo sich Blockaden gelöst haben. Vielleicht bemerkst du, dass einige Stellen in deinem Körper sich nun freier und gelöster anfühlen. Oder irgendwie anders sind als vorher. Und du kannst mit Leichtigkeit und einer ganz angenehmen, leichten Schwere tiefer und tiefer in die Entspannung sinken. Lass dich einfach tiefer und tiefer tragen. Und ich werde gleich von 1 bis 5 zählen. Und wenn ich bei 4 angekommen bin, dann ballst du deine Fäuste
noch ein kleines bisschen stärker zusammen, ehe du sie in einem Moment bei 5 öffnest und mit dem Öffnen deiner Fäuste all die Anspannung, all die Blockaden, all die negativen Gedanken körperlich und seelisch einfach loslässt und sich dadurch noch mehr Ruhe und Leichtigkeit in dir ausbreiten. Und umso mehr Ruhe und Leichtigkeit sich in dir ausbreiten, umso tiefer und tiefer kannst du in die Entspannung sinken und loslassen. Ich zähle nun von 1 bis 5 und bei 4 ballst du deine Hände maximal zusammen, ehe du sie bei 5 löst und ganz tief in die Ruhe gehst und alles loslässt. 1, 2, 3 und 4 feste Ballen, fest zusammenballen. Und 5, einfach loslassen, ganz tief in die Entspannung sinken. Sehr gut. Tiefer und tiefer. Und vielleicht spürst du jetzt noch ein leichtes Gefühl von Spannung auf der Haut. Vielleicht fühlst du auch in deinen Handinnenflächen, an denen sich die Nägel in die Haut gedrückt haben. Aber meist kann man auch jetzt schon ein leichtes Gefühl von Entspannung wahrnehmen. Vielleicht spürst du eine beginnende Wärme in den Händen als Zeichen der Entspannung und der tiefen Trance. Und oft, wenn die Hand immer entspannter und entspannter wird und sich diese Entspannung beginnt auf den gesamten Körper auszubreiten, dann kann man so ein leichtes Kribbeln in den Händen spüren. Stück für Stück. Und manche Menschen fühlen erst eine Schwere in der Hand und andere fühlen erst eine Leichtigkeit oder eine leichte Schwere als Zeichen der tiefen, tiefen Entspannung. Oder eine schwere Leichtigkeit. Zeichen der tiefen, tiefen Entspannung. Und lass dich einfach sinken, immer tiefer und tiefer in dieses angenehme Gefühl hinein. Und du darfst jetzt einmal neugierig sein, wie sich die Entspannung in deinen Armen anfühlt. Und die Entspannung fließt weiter in deine Arme hinein. Und sei neugierig, wie schön es sich anfühlt, ganz entspannt zu sein. Deine Arme sind ganz entspannt und ruhig. Und die Entspannung fließt weiter durch deinen Oberkörper und überall dahin, wo die Entspannung fließt,
wie ein kleiner Bachlauf am sonnigen Tag. So kannst du spüren, wie sich alle Muskeln entspannen und loslassen. Ganz angenehm, wohlig, einfach loslassen. Mit jedem Atemzug und der Musik im Hintergrund, meiner Stimme tiefer und tiefer sinken. Tiefer und tiefer ins Vertrauen hinein. Tiefer in die Ruhe und Entspannung. Und der kleine Bachlauf fließt weiter durch deinen Körper hinunter und umspült deinen Bauchraum und deinen unteren Rücken. Und überall, wo er entlang fließt, ist alles ganz sanft gelöst und locker, ganz tief entspannt und lass dich einfach treiben wie auf einem kleinen Segelboot hinaus aufs Meer, dem Sonnenuntergang entgegen. In der Ruhe und Gelassenheit. Und umso weiter du in der Ruhe treibst, umso tiefer sinkst du in die Entspannung und kannst Kraft tanken. Einfach loslassen. Und der Wind kennt den Weg und treib dich auf deinem Segelboot auf den richtigen Kurs. Mit jedem Atemzug und mit jedem Wort, das ich sage, bist du müder und darfst einfach loslassen. Stell dir vor, du kannst dich einfach treiben lassen. Du darfst einfach genießen. Du musst nicht am Steuer sitzen. Lass dich treiben in die Ruhe und die Tiefe draus. Und du spürst den zarten Wind auf deiner Haut. Der Wind, der deinen Weg kennt, und du bist ganz entspannt und ausgeglichen. Und du lässt dich durch das Leben lenken, durch die Kraft des Windes. Und vielleicht ergeben sich dadurch ganz ungeahnte neue Möglichkeiten für dich. Wenn du dich einfach treiben lässt in die Ruhe und Gelassenheit, mit jedem Atemzug tiefer und tiefer, mit jedem Wort, das ich sage, entspannter und ruhiger. Ruhe und Gelassenheit. In die tiefe Liebe und Verbundenheit, dass alles gut ist, so wie es gerade ist. Es gibt nichts zu tun, lass einfach los und genieße es. Genieße es, wie die Sonnenstrahlen deine Haut kitzeln. Wie du hier auf dem kleinen Segelboot die Zeit verbringst, dich treiben lässt,
im Leben dich treiben lässt durch das Leben und beobachte für einen Moment den sanften Rhythmus der Wellen, wie sie sich langsam und ruhig kraftvoll anbahnen, um im nächsten Moment ganz sanft davon zu fließen. Geh mit diesem sanften Rhythmus, dem Rhythmus der Wellen, ganz ruhig und entspannt. Und lass dich von den Wellen tragen, tiefer und tiefer in die Entspannung. Du bist vollkommen entspannt. Dein ganzer Körper ist angenehm entspannt und müde. Und auch dein Geist ist entspannt und müde. Und du ruhst und bereitest dich vor auf den Schlaf. Mit jedem Atemzug kannst du dich mehr und mehr in diesen angenehmen Schlaf sinken lassen. Und schau einmal vor dir, kannst du nun Land erkennen? Eine kleine Insel, auf die dich der sanfte und ruhige Rhythmus der Natur getragen hat. Dein Segelboot strandet ruhig und sanft und du bist bereits müde vom Tag. Und sinke mit den Füßen in diese angenehm warmen, wohligen Sand hinein. Spüre die Sandkörner zwischen deinen Zehen, wie sie hindurchrieseln. Und geh ein paar Schritte am Strand entlang. Mit jedem Schritt, den du gehst, kannst du die sanfte Müdigkeit mehr und mehr zulassen. Und umso mehr und mehr du diese sanfte Müdigkeit zulässt, umso leichter findest du in den Schlaf. Mit jedem Wort, das ich sage, und der Musik im Hintergrund, mit jedem Schritt, den du gehst, begrüßt du den Schlaf mehr und mehr. Und umso mehr du den Schlaf begrüßt, umso einfacher kannst du dich in die Müdigkeit sinken lassen. Ganz einfach und leicht in den Schlaf finden. Geh noch ein paar Schritte an diesem wunderschönen, ruhigen Strand entlang. Spüre die angenehme Wärme der Sandkörner an deinen Fußsohlen. Und wie du mit jedem Schritt, den du machst, erst ein wenig tiefer eintauchst, bevor deine Fußsohlen sich wieder anheben, tiefer und tiefer in die Ruhe, immer müder und müder. Und spüre den zarten Wind, wie er deine Haut umschmiegt,
ganz angenehm warm. Dein ganzer Körper ist ganz tief entspannt. Dein Geist ist ruhig und entspannt. Und du erkennst nun aus der Ferne etwas im Sand glitzern. Und umso näher du herangehst, umso klarer kannst du erkennen, dass es sich um eine leere Flasche handelt. Und du greifst zur Flasche und nimmst sie in die Hand. Und da bemerkst du, dass neben der Flasche ein Zettel und ein Stift liegen, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Und auf dem Zettel steht in verschnörkelter Schrift nur ein einziger Satz, der da lautet: Schreibe deinen Herzenswunsch auf und übergebe ihn mit der Flasche dem Meer. Und du nimmst den Stift in die Hand und überlegst einen Moment, was dein sehnlichster Wunsch ist im Leben. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit. Und dann nimm den Stift in die Hand. Und schreibe deinen Wunsch auf das Papier. Und sieh dir an, was du geschrieben hast. Was ist dein sehnlichster Wunsch? Schau dir die Buchstaben an, die du aufgeschrieben hast. Und du rollst das Papier zusammen und steckst den Zettel in die Flasche. Und nun lauf einmal zum Meer. Und beobachte noch für einen kurzen Augenblick diese wunderschöne, ruhige Kulisse. Und alles ist gut, so wie es gerade ist. Ganz ruhig und entspannt. Und das Leben geht seinen Weg und manchmal dürfen wir nichts weiter tun als zu atmen und uns in das Vertrauen sinken zu lassen. Und du wirfst nun die Flasche mit deinem Wunsch ins Meer hinaus und kannst jetzt endlich vollkommen loslassen. Lass dich in den warmen Sand sinken. Und beobachte den sanften und ruhigen Rhythmus der Wellen, wie sie kommen und gehen. Lass dich tiefer in die Müdigkeit sinken. Du wirst ganz müde, immer müder und müder. Und du findest mit Leichtigkeit in den Schlaf. Du beobachtest die Wellen ganz zart.
sie kommen und gehen. Und dein Atem ist ganz ruhig und tief entspannt. Dein ganzer Körper ist angenehm müde und tief entspannt. Du kannst dich jetzt beruhigt in den Schlaf sinken lassen. Und umso weiter die Flasche hinfortgetragen wird von den Wellen, umso tiefer lässt du dich in den Schlaf sinken. Und umso tiefer du dich in den Schlaf sinken lässt, umso mehr findest du in die Ruhe. Mit jeder Welle weiter und weiter hinaus. Tiefer und tiefer in den Schlaf. In einen angenehmen und ruhigen Schlaf. Nichts ist zu tun, alles ist gut. Du kannst jetzt einfach schlafen und loslassen. Und du kannst die Flasche kaum mehr sehen. Du bist ganz tief entspannt, ganz tief versunken im Schlaf. Immer weiter und weiter, immer tiefer und tiefer. Und lass noch ein Stückchen mehr los. Mit jedem Wort, das ich sage, lässt du dich tiefer sinken. Lass dich tiefer sinken in den angenehm warmen Sand hinein. Ins tiefe Vertrauen in dich, einfach loslassen und Ruhe finden im Schlaf. Und ich zähle nun von 10 auf 1 und wenn ich bei 1 angekommen bin, schläfst du ganz angenehm ruhig, tief und fest. Und jede Zahl, die ich sage, sinkst du tiefer und tiefer in einen angenehmen Schlaf. Und wenn ich bei 1 angekommen bin, schläfst du ganz tief und fest. Ruhig und entspannt. 10. Spüre, wie dein Körper immer mehr einsinkt, immer tiefer in den warmen Boden. 9. Dein ganzer Körper ist tief entspannt. Und 8. Lass einfach los. Lass dich in den Schlaf sinken. Sieben. Die Gedanken sind frei. Ruhe und Entspannung in dir. Und mit der nächsten Zahl verdoppelt sich tiefe Entspannung und Ruhe in dir. 6. Dein Geist ist ganz weit und ruhig. 5. Und noch tiefer und tiefer einfach schlafen. 4. Tiefer und tiefer sinken in einen
ganz ruhigen und angenehmen Schlaf hinein. Und mit jeder Zahl verdoppelt sich die Tiefe deines Schlafes mehr und mehr. 3, Schlaf. 2, noch tiefer und tiefer. Sehr gut. Einfach loslassen. 1, schlaf tiefer und tiefer. Einfach schlafen. Sehr gut. Lass dich tiefer in den Schlaf sinken. Ich wünsche dir einen ganz ruhigen und wundersamen Schlaf.